Hallo zusammen, heute findet der Flohmarkt statt und damit, meine Chibis, ein herzliches Willkommen zu Let's Play Animal Crossing Let's Go to the City. Ja, der Flohmarkt ist eigentlich soweit, Bienchen ist schon unterwegs. Ist ja sehr schön. Haben wir denn hier was Interessantes bekommen? Wow, ja, tatsächlich. Akademies Hauses vom Bienchen. Bienchen? Dein Brief war interessant. Er war ein Rätsel, als hättest du ihn einen Geheimcode geschrieben. Und meine Antwort darauf, das bleibt wohl mein Geheimnis. Tja, Bienchen. Okay. Isolde! Danke für das fabelhafte Geschenk. Ich habe das perfekte Geschenk gefunden, um dich zu belohnen. Bitte, es gefällt dir garantiert. Deine Isolde. Ja, Isolde. Jetzt. Und Walli. Hi, Nilo. Überraschungsgeschenke sind die besten. Ich habe mich so über dein Geschenk gefreut. Da habe ich dir auch eins gekauft. Pass gut drauf auf, Walli. Oh, ich habe mit Walli und Isolde mir wohl was angelacht. Ist auch in Ordnung. Jo, ich war nochmal angeln. Sieht man vielleicht ein klein wenig. Und ich muss leasen. Das ist wieder ein geiles Timing. Ach, was ist denn hier eine Aufnahme rum, ey? Verzeihung. Und zwar eine Falle. Ja. War ich noch ein bisschen angeln. Habe tatsächlich zwei Fische abgegeben zum Spenden. Und zwar ist es die Makrele und die Flundauer Klische gerade gewesen. Und weil die ja echt nicht gerade die interessantesten Fische sind, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, habe ich die jetzt einfach mal jetzt nicht in der Aufnahme gespendet. Aber es sind wirklich Fische, die kriegst du wie Sand am Meer, deswegen, ja. Ich hoffe, es ist einfach mal jetzt nicht so schlimm für euch, dass die zwei Fische, die wirklich, habe ich die versucht, gejagt, die man wirklich häufig kriegen tut, dass ich euch die mal nicht gezeigt habe. Aber dafür zeige ich euch jetzt diesen wunderschönen Nocklan. Und tatsächlich, guck mal, da ist eine rote Blume neu erstanden. Ach, neu gewachsen. So, meine Güte. Ich bin immer noch gleich getragen, wo ich das aufnehme. Immer noch Katzen im Hals, das ist schrecklich. Willkommen, heute Öffnung des brandneuen Supernock. Oh yeah. Der Gastisch gefällt mir. So, ja, was kann ich tun, ne? Oh, eine Schleuder, die brauche ich. Erstmal all den Klumpatsch tue ich verkaufen. Den Klische war es, glaube ich, die ich gespendet habe. Die man nicht brauchen tut. 370 ist nicht viel. Ich konnte aber auch nichts irgendwie einen Tag vorher verkaufen, weil, wie gesagt, ja. Halte zu. Den Gastfisch nehme ich mit. Also, wir müssen echt gut was verkaufen. Und die Schleuder nehme ich mit. Danke. Und, oh ja, du weißt, was Schleuder ist. Einfach, ja, nee. Schleuder ist eigentlich ganz einfach. Du rüstest sie aus, wie jeder normale Gegenstand auch. Und wenn oben drüber, ja, was geflogen kommt, schießt es ab. Fertig. Die Geschenke haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, deswegen. Lass jetzt mal so gut sein. Ja, wenn ich jetzt hier gerade schon auf Achse bin, würde ich sagen, wir klappern jetzt erstmal ein paar Häuser ab. Es sei denn, ich finde jetzt hier irgendwie was. Nee, ein netter Flötwold. Kann ich verkaufen noch. Passt sogar sehr gut mir im Kram. Aber ich würde sagen, vorher brauche ich noch mal ein bisschen Money. Ich hoffe, ich finde den Geldstein schnell. Da könnte ich mir noch schön ein bisschen Kohle anschaffen. Dass wir wirklich ein paar nette Möbel abgreifen. Ich würde wahrscheinlich auch noch mal die Zeit vorspulen müssen, der Aufnahme. Einfach, damit wir ja, bei allen Bewohnern was kriegen. Um unsere Kunden besser dienen zu können, haben wir kürzlich umgebaut. Kommt uns nicht selbst. Okay, morgen ist Flohmarkt. Okay, am 13. bleibt der Laden. Ja, Umbau. Okay. Also nichts Neues da. Ach, Walli ist da sogar am Rumlaufen. Die Gute. Ach ja, ich wollte mir auch die Geschenke angucken. Gut, da ist auch nichts. Mache ich dann gleich. Ich hoffe jetzt einfach mal schnell, dass ich den Geldstein finde. Ups. Oh, ist aber mal sehr schön. So ein richtig schöner, sonniger Wintertag. Das gefällt mir. Okay, Chibi tut verkaufen. Isolde tut verkaufen. Apollo auch? Ja, ja! Da werden wir, glaube ich, auch hier gleich mal bei Apollo zuschlagen, wenn mich nicht erst täuscht, hatte nämlich Dings gehabt. Also, vom Walli kriegen wir
Trachtentop, okay, und von Isolde. Sekretär, ja, damit kann ich arbeiten. Ach, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. So, ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal ein bisschen shoppen bei den Bewohnern, wo wir auch bisher können. Wir brauchen ja auch ein paar Möbel. Ein Schrank wäre das Träumchen. Ach, das ist ja Isolde. Ich dachte, das wäre allerdings. Egal. Ich verwechsel mit dir was. Nur zu, seh dich um, Nilo. Lass dir ruhig Zeit dabei. Na, was sagst du zu meinem Angebot? Einfach großartig, oder? Ja, das ist schmeichelhaft. Nur zu, sieh meine Sachen ruhig aus der Nähe an. Willst du das verkaufen? Wir haben wirklich einen coolen, guten Geschmack. Ich bestehe darauf, nimm dieses cool Outfit für 199 Sternis. Ja. Ich finde, wahre Qualität darf nicht einfach verschenkt werden. Stil hat nun mal seinen Preis. Achso, ich muss mehrmals ansprechen. Das ist ja blöd. Ja, ich muss mehrere Sachen ansprechen, wenn ich was gefunden habe. Das Sofa, das ist wirklich einen ausgezeichneten Blick für Qualität. Für so ein Sofa. Wir müssen Isolde dann echt ein paar neue Möbel kaufen. Ich will das Royal Bepattung, aber ich hänge jetzt zu viel sehr. Ist auch in Ordnung. Die Lampe? Sie würde hervorragend zu ihr passen. Wie wäre es mit 1100? Das ist ziemlich günstig für einen royaler Gegenstand, also. Aber ich finde, war gut. Ja. Ich mag sie auch nicht mehr ausrauben. Ich habe jetzt gerade irgendwie sollte schon ein bisschen die Einrichtung geklaut. Eigentlich, wie es in einem Katalog kam. Vielleicht gebe ich ihr das einfach wieder. So, Apollo. Bei dem habe ich es abgesehen drauf. Weil mich jetzt nicht erst täuscht, hat er die Schachmöbel, die ich so gern mag. Die verehrten Schachmöbel. Ich kann zwar kein Schach spielen, aber ich mag die Möbel. Gut, ne? Und mit einem schönen alten Retro-Fernseher. Hey, Apollo! Lass die Zeit und melde dich, wenn dir was zugesagt. Na, hast du schon was gefunden oder was? Ja. Großartig, zeig mir her. Das hätte ich gerne. Ah, dieser Schachpult ist gleich unverkauft. Nein, das wollte ich doch haben. Das gute Stück besitze ich seit meiner Kindheit. Das bleibt hier. Kann ich wenigstens ein Bett klauen? Ja. Das hätte ich dir auch ausgesucht, wenn du mich gefragt hättest. Dieses Schachbild ist sowas von praktisch. Du wirst schon bald nicht mehr missen wollen. Wenn du möchtest, verkaufe ich es dir für 1100. Ja, klar. Danke. Kein Problem. Das Ding ist zwar robust, aber behandelt es trotzdem gut. Tja, Apollo muss auf dem Boden schlafen. Ich klaue die Bewohner, die Betten. Ich Monster. Na gut, okay, soll er mir nicht Bett geben. Na, ich klaue ihn nicht auch noch den Fernseher. So dringend brauche ich den Fernseher auch nicht. Aber gut. Wir haben mein Bett abgestoppt von Apollo. Ist was für eine Schachserie. Das Pult wollte er leider nicht rausrücken. Ja, Isolde, Apollo sind abgedeckt. Wunderbar. Wir können bei Chibi zwar unser Glück versuchen, aber ob wir da was finden, ich. Ich bin nicht so der Chibi-Freund. Naja, ich habe ihn noch nicht vorgestellt, oder? Mein Name ist. Toll, ich habe noch nicht mal Hallo gesagt. Ich möchte nur eigentlich nur die Schatztruhe. Das ist eigentlich alles. Na, wie geht's? Gefällt dir was siehst? Jopp. Ja, gut, aber mal. Die Schatztruhe. Ah, tut mir leid, das war der Spartes. Da kommst du nicht ran. Mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Der Rest kannst du eigentlich wirklich beeinschieben. Ich hätte nur die Schatztruhe gebraucht, aber pff, Rest. Bleib mir gestohlen. Ah, ja. So, ich glaube, hier auf der Seite haben wir jetzt, glaube ich, alle Bewohner abgefrühstückt. Also oben zumindest. Bienchen ist ja am Rumlaufen, habe ich glaube ich gerade gesehen gehabt. Die Blumen, die wollen immer auch nicht wachsen. Also meine ganze Nachbarschaft in der Nähe scheint wo alle unterwegs zu sein. Da finde ich glaube ich wohl gar nichts. Ja, Bertram, der Gute. Gabi ist auch unterwegs, das freut mich. Da wohnt Wuffy. Ich habe aber absolut keine Ahnung mehr, was der für Möbel hat tatsächlich. Wally habe ich glaube ich ja auch vorhin noch gesehen. Bei ihr wird sich auch nichts holen können. Noch ein verdammter Kompakt-Klingwort. Okay. Okay. Dann
Aber den Gadget habe ich auch nicht gefunden. Ich muss ein bisschen drauf achten. Wir wollen ja auf was hin sparen. Okay, sie hat interessante Sachen. Ey, Nilo, da bist du ja. Also, ist ja, ich denke mal, es ist irgendwie ein weiblicher Jabba, es ist ein männlicher. So, die Ledermöbel hätte ich gerne. Was? Du bleibst ja, sowas so gibt's nicht. Der Sessel wenigstens? Ach. Cheetah, du bist eine Enttäuschung. Gut, bei Cheetah kein Erfolg. So, will ich jetzt noch wissen, wo ein paar Steine sind. Das wäre noch gut. Ich brauche Steine. Please, give me stones. Warum ist die Musik gerade weg? Jetzt. Da hat gerade schon die Musik gar keinen Bock mehr. Ja, wofür bitte gutachtet den kleinen Mini-Schneemann? Alter, so klein sind die in Animal Crossing, Liefezentralen, aber nicht. So, ich hoffe, ihr kriegt Geld raus. Auch nicht. Ah, jetzt aber der Schneeball. Gut, den brauche ich nämlich noch. Wo habe ich denn jetzt einen Stein übersehen? Ach, notfalls muss ich einfach mal... Ach, da oben. Noch ein Mini an, Leute. Okay, ich muss die Dinger wohl. Okay, ich versuche mal noch einen Schneemann irgendwie zu bauen. So, Buddy war ja raus. Okay, hat sie recht. Na gut, so ein Mist auch. Das muss ich mal sagen, ich brauche Platz im Inventar. Wenn ich hier gerade echt nicht einen anderen Stein finde. Wonach es verdammt aussieht. Würde ich mal sagen, gehen wir jetzt verkaufen und holen uns mal ein bisschen was ab. Ich habe gar keine Ahnung, wo der andere Stein ist, ehrlich gesagt. Das gibt's ja nicht. Mach mich ein bisschen verrückt gerade. Heißt für mich kein Money. Muss ich sonst notfalls in der Nachtaufnahme einfach gucken. Das ist nämlich meine Haupteinnahmequelle. So, ich muss mich jetzt nämlich beeilen, weil im Moment könnte tatsächlich jemand reinkommen. So, Ware schon präsentieren. Obwohl ich es noch schaffe. So. Möchte jemand reinkommen? Hallo? Bitte besuchen Sie mein wunderschönes Haus. Wir haben erstklassige Reuze im Angebot. Mode vom letzten Jahr. Ein Fisch namens Fischel. Und, Kerze. Umzugskarton, Abfalleimer. Mit Müll drin. Ich war zu faul, um den rauszunehmen, weil einfach ich mir so gedacht habe, so, boah, das ist Verkaufsstecker. Ey, das ist ein Quadrat. Irgendwas mit Bewegung. Bewegung macht die Tür auf. Ich bin es, Wuffy. Wuffy, du wirst ja noch Geld da lassen. Boah, sieht so aus, als hättest du im Verkauf ein Blut. Ich bin ganz heiß drauf, mit Geschäften zu machen. Ja, ich bin ja auch immerhin gelernter Verkäufer. Einsatzkommand. Ich weiß nicht mehr, ob man den einmal stehen bleiben tut. Wow, dein Bruder ist viel cooler, als ich erwartet hätte. Eigentlich ist das nur gerade Trudelkammer. Das Teil ist cool, die Krausche. Du willst Fischl haben? Na gut, okay, kriegst du Fischl. Für 1000? Junge Nilo, dafür musst du mein letztes Shirt vor Dampfer versetzen, weißt du? Na gut. Ach toll, komm, ich brauch das Geld. Was? Ich dachte, wir sind Kumpels, das merke ich nicht, aber okay.
500, komm, das ist der Verstärker. Alter, was will der im Preis drücken? 400, dann ist aber auch wirklich Schluss. Willst du mich verarschen? Den Fisch, den bereiche ich dann. Gib mir kein Fisch, stell jetzt aus, gib fünf Fische. So, wenn du Kreuz haben willst, die willst du die kosten was. Komm, die Rolls musst du auch aber haben wollen. Ach, manchmal tun sie Bewohner sich aber auch echt schwer. Komm, nimm den Bärtisch. Fetter Birsch ab. Ja, geht doch. 2000 vielleicht? Ach, Alter! Gut, dann mach ich mal 1400. Sag mal, das ist ein Bärtisch. Wenn du echt dafür einen holst, bist du auch wahrscheinlich so bei dem Preis. Na gut, 800. Jetzt ist aber Schluss, Buffy. Hat er mir überhaupt das Geld gegeben? Ich habe nichts von Münzen gehört gehabt. Und toll, das Verkauf. Das Geschäft läuft erstmal nicht so gut. Das Shirt oder was mit dem Samen. Immer 5 Opfer, okay. Keine Ahnung, 200 vielleicht. Ich meine, ich soll da mir auch hier schon für so einen Preis circa verkauft. Alter, willst du mich verarschen oder was? 150 ist jetzt zu viel? Gut, dann gib mir wenigstens 100 Sterne und verschwinde. Also ganz im Ernst, Wuffy ist echt ein Charakter, der ziemlich mal mit Pleite. Könnte ich eigentlich gleich wieder Sachen bei Doc verkaufen. Ach, das andere schon mit der auch noch haben wir was. Steinzerkluft, ja. Komm. 200, das ist eigentlich echt. Sag mal, was bist du für ein Schalzabschneider, Junge? 90? Ja, die 10 Sternis, weißt du? Also ich achte auch gern auf Sonderangebote, gebe ich ganz ehrlich zu, aber so extrem wie Wuffy bin ich da jetzt auch nicht. Komm, geh mal in der Richtung, Junge. Wo läuft der denn immer lang? Jetzt nehm doch bitte irgendwas mit. Am besten einer von den Girolds. Ja, perfekt. Will nichts mehr kaufen, du bist da verschwinde! Hier mit dem Po-Kick rausgedonnert. Meine Güte. Die Sachen, die ich da eigentlich rumstehen, aber warum will er keine von den Geroids haben? Die könnte ich wenigstens nur ein bisschen gewinnen trieben. Das ist eigentlich meine Haupteinnahmequelle. So, ich stelle jetzt mal ein bisschen offensichtlich an. Ist der Kerl auch. Ist die auch. Ja! Verkauft werden. So, wir schenken einfach hier den Verkaufsraum ab. Damit die mir nicht hier. So, durch die Gegenwand an. Gabi! Hey, da bin ich, wie bestellt. Komm einfach mal hier rein, ja? Juhu, da bin ich voll auf dem Draht bereit zum Fletschen. Ach, was solche Sachen und stehst du also nie dumm? Hm, guter Geschmack. Nee, eigentlich nicht. Komm, Gabi, hier sind alles super Sachen, du. Die Kerze, Mülleimer, gelber Stuhl, Fischel. Warum auch immer die Bewohner wirklich so komisch durch die Gegend laufen. Das ist ein Fenster. Du kannst nicht mein Fenster haben. Den Stuhl möchtest du haben. Oh wow, so ein Kaffeestuhl. Den muss ich einfach mit. Ja, ich glaube, der ist so zu kaufen auch nicht so teuer. 500? Das ist nicht teuer. Hast du Rabatt für Freunde?
Yippie, einverstanden. 400 Stäbchen ist ein guter Preis. Ja. Ich rausche, wollte ich schon immer auch. 300 für Fische. Das, naja. Na gut, okay. Weil ich Gabi echt mag und sag, die ist eine nette. Gut. Hand drauf. Ich mag ja Gabi, deswegen kann sie auch Fische haben. Da ist sie wunderbar aufgehoben. Bisher ist der Verkauf der Eggs auch nicht so pralle, tatsächlich. Komm, kauf doch mal was von denen hier. Bitte, Gabi. Mit den niedlichen Sommersprossen. Und dann Mülleimer. Der muss auch weg. Ich habe langsam das Gefühl, die mögen nicht die Sachen. Warum ich übrigens mal hoch und runter gehe, ist es mir so ein kleiner Reset. Wenn man nämlich meistens runterkommt, da haben die schon was ins Auge gefasst. Los, Gabi nicht. Gabi sagt sie so. Nö. Hab ich eigentlich überhaupt. 12.000 habe ich gerade mal. Ich habe noch nicht mal die Kosten drin, wie eingenommen gehabt, die Sachen, die ich gekauft habe. Ach komm schon, Gabi. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann auch sein, dass diese Gyroids wirklich tatsächlich die Bewohner nicht mögen. Ich habe auch selten bisher, wenn ich mal überlegt, tut im alten Display überhaupt davon was verkauft im Flohmarkt. Gabi. Komm mir wenigstens den Mülleimer ab. Danke. Okay. Ja, man hätte hier wirklich mehr Geld verkaufen, verdienen können wir nicht. Ja. Ich glaube tatsächlich, ich werde heute nichts mehr verkaufen. Ich glaube, diese Rolls scheinen echt nicht beliebt sein bei den Wohnern. Wer sich damit auskennt, kann es gerne reinschreiben, aber ich habe es langsam gefühlt. Nee. Gabi, ja, nimm wenigstens noch die Kerzen mit. Die Kerze, Gabi! Nicht das Fenster! Die Frau will mein Fenster klauen! Kein Bewohner echt bisher meine Rolls haben wollte. Nö. Ich glaube, Gabi möchte nichts mehr. Immer, ich glaube, die Bewohner kaufen maximal nur drei Sachen. Wendy, du musst aber was erledigen oder so. Wenn du weg bist, gehe ich wohl besser wieder. Wuff. Dann will ich mich mal aufmachen. Auf zum nächsten Haus. Ja, dann kriege ich wohl nichts mehr. Dann muss ich die Rolls so verkaufen. Und ich mache, glaube ich, nochmal ein bisschen, drehe ich nochmal die Zeit rum, dass wir, vielleicht noch was finden. Wirklich an dem nächsten Part werden wir tatsächlich mal die erste Inneneinrichtung machen. In der Hoffnung, dass wir da was Gescheites dann kriegen. Bisher haben wir echt gute Sachen gekriegt. So, na gut, dann kurzer Cut und wir sehen uns gleich, denke ich, wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Nochmal die Durchsage vom Flohmarkt, warum auch immer. Ja, die Rolls muss ich leider ein anderes Mal verkaufen. Die will ja keinen Bewohner haben. Ich gucke jetzt nochmal bei den Leuten, die, wo ich noch nicht war, ob die vielleicht sogar einen Schrank haben für uns. Was langsam aber sicher, gib mir doch den Platz. Ich brauche echt mal liebend gern einen Schrank. Wäre es ein Kaiserschnapper gewesen, hätte ich gesagt, habt okay. Dann verkaufen wir nochmal. Die Flunder ist zwar auch ganz nett. Oh,
Warum fossil? Ja. Können wir spenden, das werden wir wahrscheinlich auch nicht verkaufen können. Ach, Wuffi ist immer noch irgendwo auf Welt. Bertram, aber Bertram ist zu Hause. Ja, Wuffi, der stalkt uns da irgendwie um die Ecke. I always watching you. So. Bertram, was hast du denn Schönes für uns im Sortiment? Ein Fossil. Willkommen Bertram, Mark, coole Möbel, heiße Preise. Heute ist ein guter Tag, umständlich ist ausgegangen, oder? Ja, es ist eins kaufen. Oh, mein Pioshi, der hat magische Kräfte gekriegt. Solange er Raum steht, wird Backfischtoast besser schmecken als sonst. Oh, Bertram, es ist teuer! Aber ich glaube, den habe ich noch nicht, deswegen. Aber Bertram hat gleich echt keine Möbel mehr. Royalspiegel. Royalmöbel sind eigentlich den Preis echt günstig. Ah, gut. Also, das Sparen kriege ich irgendwie gerade nicht so hin. Ich muss echt den Stein finden mit dem verdammten Geld drin. Ich brauche Kohle. Das ist Wahnsinn. Gut, also Bertram. Ich muss mal kurz auf meine Bewohnerliste gucken. Wen haben wir denn alles? Also, die drei haben wir abgeklappt. Bienchen wäre noch so eine Kandidatin. Gabi könnte ich nochmal machen. Hier war ich ja schon. Wally wäre auch noch so eine Kandidatin. Steht da oben. Okay, das ist der Affe. Ich glaube, ich fange mal auf dem Weg noch ein paar Fische. Ich brauche Kohle. Ich brauche Geld. Na komm schon. Hasel. Oh, Hasel. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, aber so habe ich ihn. Ich habe ihn mal Hasel genannt. Okay, das ist kein Fisch für mich. Das ist niemand. Denken sie auch immer so, ja. Ich bin immer noch nicht so toll, aber. Okay, was hat denn jetzt die gute Gabi? Die war ja von bei mir so fleißig. Ach, guck mal, sie hat schon gleich hier die Sachen, die sie bei mir gekauft hat, tatsächlich hingestellt. Ehrlich gesagt. Komm mal, es kommt ja alles so rum. Ich kann höchstens mit den Flügel. Wunderbar, mein Herz. Oh Gott, ich glaube, wir haben hier eine Beziehung am Laufen, Gabi und ich. Ah, mein Rosafe wird nicht verkauft. Gar kein Fall. Alles, was zum Verkauf steht, habe ich gestern poliert. Also nimm irgendwas, was glänzt. Würden sie ihn hier im Fischbier verkaufen? Und die neue Krauschbär, genau richtige für dich. Ja, das habe ich auch verkauft. Ich habe. 234. Naja, sie will es mir wieder billiger zurückverkaufen, das ja. Oh, den Kaffeestuhl müssen sie aber nicht. Aber den Fisch! Ich hab dem Fisch da vertraut! Die Pflanze vielleicht? Okay. Komm, die Mülleimer, die habe ich dir für 800 verkauft. Okay, aber der arme Fisch will sie wieder verkaufen. Der arme Fischi. Fischi, warum willst du mir verkauft werden? Tja. Ist wohl nicht ganz zufrieden mit Fischen. Habe ich noch Plasmutter? Das ist ein kleiner Fisch. Das ist wahrscheinlich noch Makrele. So, gehen wir nochmal hoch zum Nock, weil Wallis Haus ist ja genau neben Nocks Laden. Also zwei Fliegen mit einer Klappe und mein Inventar schon voll. Das ist so schön, das Inventar hier. Aber ich muss mich jetzt mal dran ein bisschen gewöhnen. Früher ist man auch mit kleinem Metall zurückgekommen und wir haben es überlebt. Wahrscheinlich ein Barsch und Hassel wieder. Na komm, Fischi.
Barsch. Na, irgendwas muss ich ja mal kurz loswerden, was nämlich da... Perlen aus da, die ist gut, die bringen nämlich Geld. Die bringen nämlich richtig schön viel Geld. Das ist so die einzige Muschel wirklich, die echt gut Kohle bringen kann. So. Ich hoffe, Wally ist jetzt noch zu Hause. Weil wenn wir sie haben, dann haben wir, glaube ich, echt die Häuser abgeklappert. Also glaube ich nichts mehr. Achso, nein, endlich hast du ein bisschen mehr Platz. Toll, oder? Oh ja, jetzt müssen wir über die Bezahlung reden. Tja, 120.000 Sternis bitte. Dir ist aber klar, dass du es nicht alles auf einmal bezahlen musst, weil bisher ist Bankautomat. Mach es wieder so wie gehabt und gib mir die Kohle. Ja, natürlich. Immobilienhengsten. Eine Funde kann auch weg. $3.220. Okay, habe ich ein bisschen Geld wieder beisammen. Ein bisschen. Wisst ihr, was das Traurige ist? Ich habe gleich sehr viele Möbel jetzt gekauft, ne? Aber ich habe nur Gewinn gemacht. Ich habe mehr ausgegeben, als ich verdient habe. Aber auch als ich davor hatte. Also, oh, Wally ist zu Hause. Wenigstens das. Ich würde vorschlagen, wir gehen doch dann kurz ins Museum rein. Geben die Museumsspinnen ab. Vielleicht, wenn ein Fossil noch ist, dann wo ich es mir... Wally, komm mal her. Oh, hey, Nilo, hey, cool, dass du gekommen bist. Na los, Nilo, ist irgendwas für cool? Ja, das da. Ich hätte gerne Pink in den Schrank. Pink Schrank gehen wäre genau richtig für dich. Ja, Pink ist immer meine Farbe. Sehr gut, Wally, ich selber hätte nichts anderes auf die Gerüst. Und jetzt erscheine ich so, 74 Sterne ist billig. Weil, es hat nämlich einen Grund, warum ich, ich schau mal kurz, warum ich den Pink Schränkchen haben will, denn da ist nämlich ein... Da ist nämlich ein Gamecube drin. Schneemann-Uhr, okay, bringt mir nichts. Gut, Wally. Wenn du mir jetzt noch den Kühlschrank verkaufen könntest, dann wärst du wirklich meine Heldin. Nein, niemand. Oh, den Kühlschrank verkaufst du mir nicht, Wally. Die Orientur auch nicht. Hm, nee. Alles andere ist ziemlich so, ah, oh, der Kühlschrank, den hätte ich gebraucht. Dann hätte ich meine Sachen wunderbar lagern können, aber weil ich möchte nicht. Kann ich auch verstehen. Ich würde meinen Kühlschrank auch nicht ergeben. Kommt da jemand rein? Ja, Leute, ich gehe gerne den Kühlschrank. Wie viel wollt ihr für? Dann würde ich auch sagen, nö. Naja, ich hatte mein Nachbar, der hat meinen Kühlschrank gebraucht. Ich habe mir angeboten gehabt, meinen alten zu benutzen, aber... Also abzukaufen, aber wollte nicht. Also der Dreismann war mein Nachbar immer, der wollte wirklich, dass... Der hat mich echt gefragt, ein Nachbar von mir hat nämlich gefragt gehabt, ja, Dilo, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und so, und ich habe momentan kein Internet, weil die unter, also, weil die in eine Kellerwohnung ausgezogen sind. Und der hat mit ihr WLAN-Router benutzt gehabt, ne? Der kam auf die glorreiche Idee, ja, ich kann ihn mal bei mir fragen, ob der mein Internet mitnutzen soll. Ich dachte, hackt es. Weil ganz im Ernst, ne, nicht böse oder so. Ich habe einen Nachbar, der kifft, zum Beispiel. Und ich, so gut kenne ich ihn auch nicht. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, dass der unter meine E-Mail, also Internetadresse, IP, irgendeine Scheiße runterladen tut. Ob es irgendwelche komischen sind oder, ja, was er so als, weißt du, irgendwas da macht und tut, aber da sage ich absolut nee. Ich habe keinen Bock drauf. Deswegen habe ich auch gleich gesagt, habe nee, groß nicht. Also das ist, ich könnte es mir gerne schreiben, wie ihr es findet, aber ich finde, das ist tatsächlich schon zu, also so viel Nachbarschaftshilfe muss ich nicht sein mit Internet. Also wenn ich die Leute nicht so gut kenne, dass das irgendwie mein Best Buddy jetzt ist, ne. Also mit Internet geht es wirklich zu weit, wenn die dann sagt, so ja, ich möchte Internet nutzen. Wenn ich Besuch da habe, kein Problem, sag ich so, yo, kannst du machen, wenn bist du Kumpel oder meine Eltern, kann sage ich so, yo, kannst dich verbinden mit dem Internet, ist kein Ding. Aber Nachbarn, würdet ihr irgendeinen fremden Nachbarn mit euch, ja, ich sag jetzt mal, euer Internet benutzen lassen, man kann ja wirklich allen möglichen Kram machen. Aber ich habe keine Ahnung, wo der Blödstein ist. Ich glaube, den muss ich gleich aufscreen suchen. Ja, Geld haben wir jetzt leider nicht mehr reingekriegt. Schade, schade. Aber war halt doch ein gelungener Part. Ich muss aber echt gucken, ob ich hier irgendwo vielleicht noch den Geldschein finde, weil den brauche ich. Ich brauche Kohle. Deswegen.
Ja, was wär's denn für heute? Können wir gerne noch eure Meinung dazu reinschreiben? Sagt ihr so, yo, gerne. Fossil. Ich glaube, das will ich noch spenden, aber falls es was zum Verkaufen ist, dann will ich das noch machen, aber jetzt nicht mehr in der Folge, sonst wird die zu lang. Ach, ich versuche ein bisschen Geld ranzukommen. Ihr könnt mir gerne schreiben, wo hört bei euch so eure, ich sag jetzt mal, Hilfe auf? Also, wo sagt ihr euch so, yo, okay, das bin ich gern bereit dafür, so als fürs besten Kumpel oder weiß ich was, zu machen oder zur Verfügung zu stellen, aber mehr davon jetzt auch nicht. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, das würde mich mal interessieren. So, meine Lieben, da hätten sie mal nochmal Isolde. Ich glaube, bis das... Oh, die unterhalten sie gerade. Ach, Moment, wo? Ach, das ist ja hier weit weg. Ja gut, dann muss ich mich ein bisschen umschauen, was das... Oh nein! Isolde ist gleich wie Chibi. Warum Isolde? Na gut. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen, meine Lieben. Lasst mir gerne einen Kommentar. Und wir schauen uns mal um im nächsten Part. Der wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis wir nicht mehr im Januar wahrscheinlich spielen. Aber ich hoffe sehr, es hat euch trotzdem gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich glaube, hier könnte vielleicht sogar Gatschnein gewesen sein, den ich gesucht habe. Weil wir kriegen das mit dem Graben nicht hin. Oh! Oh! Halt! Moment. Jetzt sag nicht, ich habe meinen Kescher nicht mit. Wo ist mein Kescher? Da ist der Kescher. Na, er ist weg. Das war nämlich ein Tausendfüßler. Den habe ich noch nicht gespendet. Er ist so ein bisschen seltener tatsächlich. Ach, da habe ich wieder Pech gehabt. Na gut, meine Lieben. Kann man nichts machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.